Jetzt komme ich zu den Retroviren. Den meisten sind die Retroviren bekannt durch das humane Immundefizienzvirus HIV, das zur AIDS-Erkrankung führt. Das ist eine traurige Berühmtheit, denn wir alle wissen, wie viele Menschen in diesem Jahrhundert an dieser Erkrankung verstorben sind. Und die Krankheit ist ja noch nicht zum Stillstand gekommen. Aber es geht mir um was anderes bei den Retroviren. Und Sie werden erstaunt sein, welche positive Wirkung sie für die Menschen in der Evolution hatten. Die Retroviren heißen nach einem Vorgang, der rückwärts heißt. Sie enthalten als primäres genetisches Material RNA. Und diese wird überraschenderweise in DNA übersetzt und dann erst wieder in die RNA der Nachkommen. Das musste ich als sehr harte Lektion lernen. Denn als ich aus Amerika zurückkam 1969 und in Tübingen meine Doktorarbeit anfing, ging es um das Max-Planck-Institut für Virusforschung, ging es um die Frage, wie sich diese Viren vermehren. Sie enthalten RNA und jeder normale Molekularbiologe würde jetzt sagen, ja, um RNA aus einem Elternvirus in die Nachkommenviren umzuwandeln, braucht man eine RNA-Verdopplungsmaschinerie, also RNA wieder, in RNA für die Nachkommen. Das versuchte ich ein halbes Jahr und kam damit nicht zurecht. Und dann hörte ich auf einem der legendären Montagsseminare, die es immer in Tübingen gab, dass ein Herr Bonhoeffer von einem internationalen Kongress aus Amerika nach Tübingen zurückkam und da erzählte er abends bei einem Glas Wein den anderen Kollegen, es gebe da einen Forscher in Amerika, Howard Temin, und der hätte gefunden, dass die RNA sich in DNA umwandeln lässt. Das habe ich natürlich dann gehört und überlegt, ja, dann habe ich vielleicht nach den falschen Vermehrungsmechanismen geguckt für diese Viren. Alles, was ich ändern musste, waren die Bausteine für die Synthese, nämlich die RNA-Synthese musste in DNA-Synthese übersetzt werden. Dazu braucht man Deoxy-Bausteine statt Ribobausteine. Ich ging morgens früh gleich um 8 ins Nachbarlabor, weil ich wusste, dort wird mit solchen Bausteinen gearbeitet, Deoxyribonukleotiden. Und ich bekam auch noch ein bisschen Anweisung, was zu tun sei, auch einen radioaktiven Baustein, damit ich die Synthese nachverfolgen konnte. Virus hatte ich in riesigen Mengen. Denn meine Arbeit in Tübingen begann damit, dass ich erstmal lernen musste, wie man Viren isoliert. Das wäre heute verboten, wie ich es damals machte. Nämlich, man injiziert ein bisschen Virus in ein Eintagsküken und diese werden krank und dann isoliert man aus Herzpunktion von diesen Hühnchen das Blut und isoliert daran die Viren. Ich hatte so viel Viren, dass man sie in einem Reagenzglas gegen das Licht halten konnte und es war trübe, 10 auf 16 Viren pro Milliliter. Wahnsinnige Mengen. So, ich nahm ein bisschen von diesem Virus die Bausteine und schaute nach der Synthese und was trat ein? Der Zähler hatte einen Vollausschlag, so viel Synthese von DNA war zustande gekommen. Der Nachbar Heinz Schaller kam mal abends gucken, was denn so bei mir herausgekommen war. Und es gab einen kleinen Auflauf am Zähler, der die Radioaktivität der Synthese nachwies. Und so viel DNA-Synthese hat es noch nie gegeben. Jetzt war also gezeigt, diese Viren können aus RNA DNA synthetisieren. Aber das war ja nun gezeigt, das hatte ich ja am Abend vorher von Herrn Bonhoeffer gehört. Dafür erhielten ein paar Jahre später Howard Temin und David Baltimore und ein weiterer Mitarbeiter Mizutani den Nobelpreis. Denn das war so unerwartet, dass die RNA einen Umweg über DNA einschlägt und aus dieser DNA dann wieder RNA hergestellt wird. Dass man wirklich eine Revolution. Man nannte die Viren Retroviren, weil sie den Vorgang der DNA-RNA-Synthese revertieren, nämlich es wird erst RNA und dann DNA synthetisiert. Wenn die RNA die erste Welt war und dann die DNA-Welt kam, musste man eigentlich eine Retro-Definition nicht einführen, sondern könnte sagen, das ging auch vorwärts. Die RNA war vielleicht mal zuerst in der Evolution, so denkt man ja.
So, was machte ich denn nun weiterhin mit diesem Ergebnis? Ich erinnerte mich, dass ich in der Kantine des Max-Planck-Instituts mit einem Kollegen gesprochen hatte, der immer zum Schlachthof fuhr und große Mengen von Kalbsthymus isolierte und daraus dann ein Enzym herstellte, welches er Ribonuklease H nannte, abgekürzt RNase H, und H steht für Hybrid. Das hatte ich mal so gehört, ich wusste nicht wofür, aber das wusste dieser junge Mann auch nicht. Also dachte ich, vielleicht brauchen die Viren auch so ein Enzym, um aus RNA DNA zu machen, muss man ja einmal die RNA entfernen, wenn sie abgelesen worden ist, und dann den einen DNA-Strang in einen Doppelstrang übersetzen. Also untersuchte ich, ob es eine RNase H gab, um die RNA wegzuschaffen, und in der Tat, sie wurde gefunden. Die habe ich dann viele Jahre erforscht. Die Arbeit wurde in Nature publiziert. Ich hatte sehr viele Co-Autoren, die alle mitgeholfen hatten. Und von Stund an, alles, was ich mir an Untersuchungen für meine Doktorarbeit einfallen ließ, es war immer schneller publiziert, als ich mir ein Experiment ausdenken konnte. Die ganze Welt war auf diese Art von Untersuchung hinaufgesprungen und prüfte jetzt, was kann denn, wie geht solche Replikation von diesen Viren. Das Auffällige an diesen Viren ist, dass die RNA als DNA dann in das Erbgut der Zelle integriert wird. Also die Viren vermehren sich in Zellen, indem sie ihr Erbgut in das Erbgut der Zelle einklinken, und die hat damit 10 Gene mehr. Solange diese Zelle lebt, hat sie 10 zusätzliche Gene und kann manchmal sofort neue Viren produzieren, manchmal auch erst nach einem Stimulus oder nach einer von außen Einwirkung wird dann Virus produziert. Dieses sind die Retroviren, und wenn man sich überlegt, was dabei geschieht, dann wird sofort neue genetische Information von außen über ein Virus in die Zelle hineingetragen. Das ist eine Bereicherung der zellulären Eigenschaften, ja in diesem Falle schon mal gleich um 10 Gene. Eines dieser Gene war diese sogenannte reverse Transkriptase, das Enzym, was aus RNA DNA synthetisiert, und das zweite war die Ribonuklease H oder RNase H. Beide Enzyme haben nicht nur was mit diesen Retroviren zu tun, wo sie zuerst gefunden wurden. Sie sind überall wieder zu finden gewesen, was immer man untersuchte. Zum Beispiel reverse Transkriptasen kommen in riesigen Mengen, auch unterschiedlicher Natur, sogar in Bakterien vor, in E. coli. Was sie da machen, ist bis heute eigentlich nicht wirklich klar. Und die RNase H, ja, sie ist eines der häufigsten Strukturproteine und Enzyme, die es in der gesamten Biologie gibt. Es gibt mindestens ein Dutzend dieser RNase Hs, die unabhängig voneinander alle entdeckt wurden und alle unterschiedliche Namen haben. Eigentlich handelt es sich bei der RNase H um eine molekulare Schere. Denn es wird bei der Synthese von RNA in Doppelstrang-DNA die RNA abgebaut und zerstört. Jetzt kann man sagen, wenn die Retroviren in die Zelle integriert werden, ist im Zellgenom die reverse Transkriptase vorhanden und auch die RNase H. Eine Zelle, die eine solche RNase H enthält, kann sich gegen jedes von außen kommende Virus wehren und mit dieser Schere zerschneiden. In der Tat ist es ein ganz gängiger Mechanismus, dass eine Zelle, die von einem Virus besetzt wird, ein anderes Virus nicht mehr hineinlässt. Man nennt das Interferenz oder Eintritt verboten oder Exklusion. Es gibt viele Namen dafür. Aber wenn man es genau betrachtet, sind das Immunabwehrreaktionen einer Zelle gegen eindringende Viren. Die antivirale Verteidigung ist in der Zelle aus Viren entstanden. Und das molekulare Werkzeug haben die Retroviren in Form der RNase H in die Zelle gebracht. Da waren sie ja schon dann mal im Innern der Zelle als Erbgut, wurden mit vermehrt. Und diese RNase H ist dann für fast alle Immunsysteme, die wir in der Welt heute kennen, das entscheidende molekulare Instrument, die Schere. Die RNase H kommt im Viruspartikel vor, und wir versuchen, sie zu benutzen, um damit die Viren zu inaktivieren, indem wir voreilig
die virale RNA zerstören, bevor sie in DNA überschrieben worden ist. Dazu geben wir eine künstliche DNA ins Viruspartikel, die RNAs H-Wert aktiviert und zerschneidet die virale RNA. Dies haben wir publiziert und die Zeitschrift Nature Biotechnology beschrieb den Vorgang als Driving HIV into Suicide, also HIV in den Selbstmord treiben. Damit wird das Virus inaktiviert und wir versuchen, daraus ein Mikrobizid zu entwickeln, denn die Viren während des Geschlechtsverkehrs, die kann man bisher noch nicht gut zerstören und dafür wird diese aktivierte Schere besonders gut geeignet. Es gibt einen ganz besonderen Befund bei den Retroviren, wo sie etwas Wohltätiges für die Menschheit getan haben. Das möchte ich jetzt erklären. Wir Menschen müssen keine Eier legen und wir brauchen auch keinen Kängurubeutel. Und das verdanken wir den Retroviren, die fast mit demselben Mechanismus HIV hervorrufen, wie bei uns einen Abwehrmechanismus, der uns gestattet, als Mütter einen Embryo im Körper auszutragen. Und zwar, man weiß, dass die Retroviren, das HIV, die Immundefizienz hervorrufen. Sie können also Immunreaktionen unterbinden. Genau das muss im Mutterleib eintreten. Wenn eine Frau schwanger wird, hat sie einen Embryo, der eigentlich als fremd erkannt werden müsste. Damit würde das Immunsystem einer Mutter sich gegen den eigenen Embryo entwickeln müssen und könnte ihn abstoßen. Da sind die Retroviren davor. Und zwar gibt es ein Schafvirus, welches schon vor 85 Millionen Jahren eine Schutzschicht aufgebaut hat im Körper von Menschen, die die Mutter daran hindern, immunaktiv gegen den Embryo zu werden. Eigentlich wird also eine Immunschwäche in der Mutter eingeführt durch Retroviren, damit der Embryo nicht abgestoßen wird. Das erinnert ganz ähnlich an die Eigenschaften von HIV. Noch mehr ändert an HIV. Die Schicht, die dabei entsteht, heißt aufgrund des Proteins, was die Viren verursacht haben, Syncytin. Und bis zum heutigen Tag, wenn ich einen Schnelltest im Labor auf Retroviren und das HIV durchführen möchte, schaut man auf Syncytien. Das sind Riesenzellen, die durch das Verschweißen von mehreren Zellen entstehen. Eine ganz einfache Nachweismethode für Retroviren, vor allen Dingen das HIV im Labor. Mit demselben Verfahren wird die Mutter von ihrem Embryo sozusagen getrennt, damit der Embryo nicht abgestoßen wird. Dieser Vorgang ist von einem Schafvirus vor vielen Millionen Jahren, 85 Millionen Jahren entstanden und deswegen müssen wir keinen Kängurubeutel haben, der das Immunsystem vom Muttertier von dem Embryo abtrennt oder auch keine Eierschale mehr benutzen. Das ist also ein evolutionärer Vorteil, den wir diesen Schafviren verdanken.